Ja, wir freuen uns, dass heuer die lange Nacht der Kirchen trotz Corona wieder stattfinden kann. Heuer auch erstmals mit einem Kinderprogramm. Die Kinder erkunden die geheimen Orte und Schätze des Gurkadomes. Wir werden hinter den Hochaltar schauen, dann aber auch bei den Seitenaltären hineinschauen, was sich dahinter verbirgt. Wenn dann noch Zeit ist, gehen wir dann auch rauf durch eine geheime Treppe in die Bischofskapelle. Ich hoffe, ihr kommt zu mir. Wir haben sicher viel Spaß und wir werden auch viel Neues entdecken. Zu diesem jährigen Langen Nacht der Kirche lade ich Sie herzlich ein, in den Gurkadom zu kommen um 19 Uhr und gemeinsam mit mir eine Führung zum Thema Schätze bewahren und Schätze pflegen zu unternehmen. Anlässlich der Buchneuerscheinung letztes Jahr, Schöne Kirche, Handbuch zur Pflege kirchlicher Kunst und Kultur geht da, nehme ich diese lange Nacht der Kirche zum Anlass, Ihnen etwas zum Raumklima und Lüften in den Kirchen zu erzählen, zum Blumenschmuck, zum Kirchenschmuck, weiters auch zur Kirchenreinigung und viel mehr. Ich freue mich auf Ihr Kommen. Lange Nacht der Kirchen 2021, nach Absenzen durch Corona, ist es wieder möglich, die Stätten der Kultur und auch der Religion zu besuchen. Gurk lädt ein, an diesem Tag zu einem besonderen Ereignis zu werden, aber es lädt auch ein, einzutauchen in die tausendjährige Geschichte des Domes. Abschließen wird die Lange Nacht der Kirchen eine Maiandacht im Wonnemonat Mai. Wir wollen zu Maria aufblicken, die im Letzten zu uns herabblickt.